Jetzt geht die EM 2024 los. Gesucht für die beste Mannschaft des Kontinents. Wer kann sich durchsetzen? Wir zeigen es Ihnen. Bleiben Sie dran. Hallo, liebe Fußballfans. Ich möchte Sie recht herzlich hier im Volksparkstadion begrüßen, wo dieses Spiel heute ausgetragen wird. An den Mikrofonen sind heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Wir zeigen Ihnen heute das erste Gruppenspiel der EM 2024. Kroatien gegen Italien. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen. Beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte. Von daher dürfte es interessant werden. Spiel geht mit Einwurf weiter. So spielen die Kroaten heute. Im Tor Dominik Livakovic. Luka Modric steht gemeinsam mit Marcelo Brozovic in der Mitte. Und der einzige nominelle Stürmer ist zunächst Andrej Kramaric. Und nun ein Schuss. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Italien spielt heute mit dieser Aufstellung. Im Tor heute Gianluigi Donnarumma. Nicolo Barella steht neben Jorginho in der Mitte. Und vorne agieren sie in dieser Begegnung heute mit Maier. Gehalten, da zeigt er sein Können. Da kommt die Ecke. Kovacic. Erstmal abgeblockt. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Modric, das war kein Problem für sie, er hält den Freistoß sicher. Kollegen bieten sich an. Lovro-Meyer. Gutes Tackling. Barella. Chance zum Konter. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Ganz alleine. Klasse gehalten. Er hat den Ball. Ja, aber die Parade vorher, die war sensationell. Kovacic. Andrej Kramaric. Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Modric führt aus. Ah, klasse geklärt. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Gutes Technik. Freistoß für die Italiener. Außen ist Platz. Perisic. Sie bringen den Ball in die Mitte. Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Wir blicken auf die Wiederholung, da ist die Flanke und dann setzt sich Kramaric durch, kommt mit dem Kopf wunderbar an den Ball, nichts zu halten.
Schwere Aufgabe jetzt für Italien. Sie sind in Rückstand geraten. Gleich ist hier Pause in dieser Begegnung und im Moment liegt Kroatien knapp in Führung. Sie machen ein gutes Spiel, sehr konzentriert, sehr engagiert, haben sich gut auf diese Aufgabe eingestellt. Ein Torführung, sie sind immer wieder schneller, vor allem auch gedankenschneller und so kommt dann so ein Spielstand raus. Da suchen sie Luka Modric. Nicolo Zaniolo. Außen hätten sie jetzt Platz. Sie versuchen es. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. So, kein Tor in dieser Szene. Da können Sie sich beim Keeper bedanken. Ja, vor allem, wenn wir an die Parade da vorher denken, als er sein ganzes Können ausgepackt hat. Eine Minute gibt's obendrauf. Und das war die erste Hälfte. Vor der Pause haben wir eine gute Leistung gesehen, oder Buschi? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. So, der zweite Spielabschnitt beginnt. Italien liegt also aktuell knapp hinten. Jorginho. Gutes Pressing jetzt. Könnte den Konter geben. Ballgewinn hier. Und da gibt er Vorteil. Gute Entscheidung. Spielfluss nicht unterbrochen. Meier. Kramaric bringt den Ball nach vorne. Meier. Brozovic. Ball wird hier erstmal geblockt. Da geht er volles Risiko mit dieser Grätsche im Strafraum. Giacomo Raspadori. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Perisic. Der Steilpass von Perisic. Nicht ungefährlich, aber erstmal geklärt. Ivan Perisic, Luka Modric. Das macht er sehr gut. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Brozovic. Lovro Majer. Kramaric, gute Chance. Da ist das Tor und damit erhöhen sie ihren Vorsprung auf 2 Tore. Schau noch mal auf die Wiederholung. Ja, das ist ein perfekt getimter Ball. Da gibt es nichts mehr zu halten. Steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Bastoni. Di Marco. Der Pass in den freien Raum. Gut gemacht. Ja, gute Hereingabe. Was machen Sie draus? Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Vielleicht die Konterchance. Gibt den Vorteil für Italien. Er zieht vorbei. Mein lieber Schwan, das war gefährlich. Im Strafraum kann das auch schnell Elfmeter geben, aber es ist gut gegangen. Mateo Kovacic. Da ist der Ball an den langen Pfosten. Und da haben sie den Ball. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Sah vielversprechend aus, aber klar, das dürfte gelb geben.
Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Fratesi. Was für eine Chance! Kein Problem, ganz sicher. Jetzt Modric. Jetzt haben sie durchaus Platz für den Konter. So eine Konterchance musst du konzentrierter angehen. Weg ist der Ball. Perisic. Ivan Perisic. Jetzt kommt die Flanke rein. Ball ist weg, kommen sie vielleicht noch mal ran. Und er gibt Elfmeter. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Ein Treffer könnte dieses Spiel wohl entscheiden. Klasse, hält den Elfer. Super reagiert vom Torhüter. Ecke kommt ins Zentrum. Er hat den Kopfball. Starke Aktion. War aber auch ein super Abschluss. Den musst du erstmal rausholen. Den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Die Italiener mit dem Foul, Freistoß. Nikola Vlahovic. Die Gefahr ist erstmal bereinigt. Ballgewinn, gutes Pressing in dieser Szene. Mit viel Übersicht. Und das war's für heute in diesem Spiel. Die Gastgeber dürfen sich also über einen Sieg freuen. Sie holen sich den ungefährdeten Sieg. Und das zumindest aus meiner Sicht auch absolut verdient. Sie waren hier die stärkere Mannschaft. Das war natürlich eine herausragende Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer.